Ja, hallo ihr Lieben, es ist Christian Schammer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und vieles mehr in Hamburg, Berlin und in der Nähe von München. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute reden wir mal über Grenzen und Chancen des Selbstliebe-Konzepts. Da kann man natürlich ganze Bibliotheken drüber schreiben, sind es ja auch bereits. Und ja, ich wollte einfach nochmal meinen Take zu sagen. Also ich denke schon, dass Selbstliebe ein absolutes Kernkonzept ist, um sich aus, ja, also nicht nur toxisch, sondern insgesamt schwierigen Beziehungssituationen rauszuarbeiten, weil häufig haben die halt mit dieser, soll ich mal sagen, Bedürftigkeit zu tun, das innere Kind noch so aktiv ist, ob das jetzt im Pluspol ist, dass man so ja, leicht so in Abhängigkeiten gerät, also in offensichtliche Abhängigkeiten von einer Person oder sei es im Minuspol, dass man häufig in Abhängigkeiten von mehreren Personen gerät, also dass man zum Beispiel so Dating-abhängig ist, sag ich mal, und jede Woche drei neue braucht oder so. Letztlich ist das Thema immer, ich kann nicht genug, ja, Aufmerksamkeit, Wohlgefühl, das wollen wir ja eigentlich, Wohlgefühl, Selbstsicherheit, Selbstgenügsamkeit, Selbstwirksamkeit aus dem selber generieren und brauche halt diese ständige Bestätigung oder Aufmerksamkeit oder ja, einfach sozialen Kontakt zu Partnern, Dates oder was auch immer. Und das bringt einen, also verständlich das auch ist, bringt dann das halt in Schwierigkeiten, weil Mangel zieht wieder Mangel an und dann haben wir halt diese Mangelbeziehungen, diese toxischen Beziehungen und wo beide eigentlich sich um ihr Thema drehen und auch eine Chance haben, dran zu arbeiten. Und ich habe ja auch in meinem kostenlosen Produkt auf meiner Webseite, da gibt es ja auch so eine Skala, da kann man auch mal drüber nachdenken. Natürlich, wenn das in so einem gewissen Rahmen ist, kann man auch als Paar dran arbeiten mit Paartherapie, aber wenn das über so einen Rahmen hinausgeht, dann kommen wir halt in so einen Bereich, wo man auch, denke ich, einfach sagen muss, es passt einfach nicht, es reibt einen auf, der Partner oder das Date, und tut einem nicht gut, einfach so letzten Endes. Ne? Also insofern ist dieses, okay, ich muss hier Selbstliebe aus mir selbst generieren, ist essentiell, und es gibt leider nur eine Phase im Leben, wo andere das für einen tun können, das ist in der Kindheit, und da ist es vielleicht nicht genug passiert, ist auch jetzt keiner schuld, aber ja, Eltern hatten halt auch ihre Limitierungen und ja, und das können halt, das ist glaube ich das Entscheidende, das können andere Menschen nicht mehr machen, wenn du groß bist, du musst es selber machen, du kannst natürlich eine Beziehung nach der anderen führen, aber es wird dich nicht satt machen, weil es nicht von innen kommt, so, ne, das ist, es wird immer wie so ein Pflaster sein, was du über deine Wunden drüber klebst, und selbst wenn du den tollsten Partner der Welt hast, wirst du es nicht richtig genießen können, weil du immer Angst hast, ey, dann geht er wieder, mich ja wieder allein, also es behebt dieses Problem nicht, so, ne, du kannst es quasi nur kurzfristig, aber nicht langfristig wirklich im Außen regeln, so meiner Ansicht nach. Deswegen, ja, ist dieses Selbstliebe-Konzept super wichtig und heißt eigentlich vor allen Dingen, ja, dass man mal aufhört, das immer im Außen sucht und mit ganz einfachen Sachen anfängt zu überlegen, okay, welche Tools habe ich ja eigentlich, wie kann ich meine Fähigkeiten hier erweitern, wie kann ich mir Richtung Nice Guys Leben gehen, wie kann ich also mir die Wunden anschauen, die da in mir sind, und mich erstmal um die kümmern. Und das sind, ja, das geht bei ganz einfachen Sachen los, die man, also gerade im Liebeskummer, ja, auf so einer täglichen Basis macht. So ganz simple Sachen, sich einfach wieder um sich kümmern, sich gut ernähren, sich gut bewegen. Und ja, bei mir ist das halt dieser Alltime-Klassiker, so die Selbstliebe-Challenge, wo es ja, knapp 30 Aufgaben gibt, geht auch jetzt am 1. Mai wieder los, in der Community, super einfache Geschichten, was weiß ich, einen Tag soll man jemand irgendwas bitten, mal soll man was ablehnen, mal soll man geht so um auch um Dankbarkeitstagebücher und so, also jeden Tag gibt es eine andere Aufgabe und es ist wirklich sehr locker und super Feedback in der Regel.
Und ja, macht einfach auch echt eine Menge Spaß, muss man einfach sagen. Und darum geht es mir auch, soll Spaß machen. Es soll ja nicht noch mehr in Drama-Reimer reinziehen oder dass man sich so rumquält. Es soll einfach Spaß machen. Und das kann man, glaube ich, sagen, dass selbst die Selbstliebe-Challenge echt Spaß macht und viele Aha-Erlebnisse hat. Das lese ich immer wieder, dass das wirklich, ja, viele Leute wirklich trotz dieser einfachen Tools, weil es einfach ist ja manchmal nicht das Schlechtere, wirklich viel erhält. Ja, manchmal kommt die Frage, wäre ich da nicht selber so egoistisch und was weiß ich. Also ganz ehrlich, wenn du immer so zum Pluspol neigst, dann hast du alles Recht der Welt, mal ein bisschen egoistischer zu sein. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es diese Gefahr überhaupt nicht gibt. Also tatsächlich sehe ich das manchmal bei meinen Nutzer und Nutzerinnen, dass die, ja, die manchmal so schwer angeschlagen sind durch Vorbeziehungen, dass sie dann so die Mauer hochziehen und ja, und dann auch in Minus berutschen können, definitiv. Aber es hat eigentlich nicht wirklich mit Selbstliebe zu tun, weil Mauern hochfahren ist auch nicht Selbstliebe. Ne? Selbstliebe ist wirklich die Quelle in dir finden. Könnte man jetzt auch nochmal einen spirituellen Seitenschlag machen, aber den sparen wir uns heute mal. Die Quelle in dir finden, sehen, dass wir eigentlich ganze Getrenntheit irgendwo auch eine, ja, vielleicht doch nicht so ist, wie man so denkt, dass wir vielleicht doch verbundener sind alle, als wir sind, auch wenn man sich nicht sieht, auch wenn man nur Kontakt ist. Oder auch Verbundenheit auch über Menschen hinausgeht und auch über Tiere hinausgeht, dass man auch verbunden sein kann zur Erde, zur Natur, zu allem quasi. Und ja, und vor allen Dingen, dass ihr einfach viel mächtiger seid, als ihr denkt. Also selbst wenn man das Spirituelle mal außen vor lässt, dass ihr viel mehr Power habt, euch selber günstige Umstände zu verschaffen. Vielleicht nicht von heute auf morgen, ne? Das dauert vielleicht, als man so denkt. Und so Mauern hochfahren und selber unempathisch werden, hat nicht mit Selbstliebe zu tun. So, ne? Also Selbstliebe ist quasi, in der Endausbaustufe ist es das, dass man so überschwingt vor Glück und Spaß und Freude und das ist einem, dass man einfach nur teilen will und wer nicht mit einem teilen will, ist auch gut und also man sprudelt einfach nur über und will einfach nur abgeben davon und ja und das Ergebnis ist einem quasi egal so, weil einfach alles gut ist, ne? Das wäre so die Ausbaustufe, die ich jetzt auch nicht sagen kann, dass ich die, glaube ich, erreicht habe, aber ich arbeite auch weiter an mir, aber das wäre quasi so, da, also wo es hingeht, ne, mal so das Ziel, so Richtung 5D vielleicht auch so. Ja, aber klar, es besteht, also wenn man das jetzt mit so, die Intention ist wichtig, wenn ich wirklich eine echte Selbstliebe-Intention habe, kann eigentlich nicht viel schief gehen, wenn ich eine Intention habe von, oh, ich bin so wütend auf die Männer, ich bin so wütend auf die Frauen und jetzt könnt ihr mich auch mal anders kennenlernen. Dann rutscht man im Minuspol, da macht man das Gleiche, was man erlebt hat unter Umständen und hat eigentlich mit Selbstliebe nicht viel zu tun, sondern einfach mit 3D, mit Rache und Wut und ja, ist immer noch in der Täter-Opfer-Schleife und ist nicht rausgekommen so. Ja, also ein sehr spannendes Konzept. Was anderes, was immer häufig gesagt wird, ja, aber wir sind doch soziale Wesen und wir wollen doch Kontakt haben. Ja, absolut. Das sind vielleicht manchmal auch ein bisschen die Grenzen, dass man soll sich jetzt auch nicht abgewöhnen, Kontakt mit anderen Menschen haben zu wollen. Aber es gibt in diesen Sex and Love Addicts Anonymous, das sind diese Selbstliebegruppen, gibt es immer dieses Konzept von sicheren und unsicheren Kontakten, ne? Und toxische Kontakte, toxische Beziehungen, toxische Freundschaften sind unsichere Kontakte. Ne? Das sind Sachen, wo man leicht unter die Räder kommt, wo man wieder manipuliert wird, wie man, also unsicher heißt jetzt auch nicht, ich bin der strahlende Empath und ich habe noch nie jemandem ein Haar gekrümmt, so, und du bist der Ausgeburt des Bösen. Das heißt es nicht, das heißt einfach nur unsicher, ein unsicherer Kontakt. Ein Kontakt, der dich wieder reinzieht in irgendeinen Scheiß, der dich wieder liebessüchtig macht und einfach, weil andere halt auch seine Themen hat. Und auf der anderen Seite gibt es eben sichere Kontakte, ne? Das sind also als, weiß nicht, wird auch immer wieder ein bisschen kritisiert, wenn ich das sage, aber ich sag's jetzt nochmal, also ein Beispiel eines sicheren Kontaktes, das ist ein Haustier in aller Regel, ein Hund, weil ja, natürlich wird jetzt auch wieder irgendjemand irgendein Gegenbeispiel finden, aber in der Regel Hunde oder Katzen, ja, lieben einen bedingungslos und
weiß nicht, kommen nicht einen Tag an und sagen, oh, ich habe mich jetzt in ein anderes Herrchen verliebt und ich nehme jetzt mal meine Hundedecke und zieh aus und du kannst mich mal und ich ghoste dich jetzt mal, wird euch beim Hund oder meiner Katze vielleicht schon eher, dass sie weglaufen könnte, weiß ich nicht, aber beim es hat auch wieder andere Gründe, aber es wird euch in der Regel nicht passieren, so, ne, und so sollten auch menschliche Kontakte sein, das ist ein sicherer Kontakt und es kann sein, dass man gar keine sicheren Kontakte hat, das kann durchaus sein, dass man die sich erschaffen muss, dafür gibt es ja auch diese Gruppen zum Beispiel, und aber das können zum Beispiel, ja, alte Freunde sein, es kann irgendjemand sein, es kann sein, dass ein Nachbar oder jemand Neues in dein Leben kommt, der ein sicherer Kontakt ist. Ja, man soll Kontakte haben, aber selbst, also toxische Beziehungen sind das Gegenteil von Selbstliebe. Also selbst wenn man sagt, ja, yeah, aber keinen Bock, mich immer um mich zu kümmern, ich will Kontakte haben, ich will daten, ja, irgendwelche wildfremden Leute zu nah an sich ranlassen, ist nicht Selbstliebe. So, das kann man drehen und wenden, wie man will. Und also ich würde auch nie sagen, ernsthaft, dass man allein sein soll. Also gerade im Liebeskummer braucht man Kontakte, aber es sollten eben sichere Kontakte sein. Vielleicht sehen wir uns am Sonntagabend auf Twitch und auf jeden Fall werden wir es bald wiedersehen, gell?